Die Wanderung führte uns nach Oberönfeld, das sich zwischen der Ennepetalsperre und der Wupper befindet. Der Rundweg war ca. 8 Kilometer lang. Die Wanderung war sehr abwechslungsreich und das Wetter war auch sehr gut. Sie führte uns durch schattige Wälder sowie auf Wegen, durch Wiesen und immer wieder boten sich herrliche Ausblicke in die Landschaft an. Wir kamen auch an einigen Bauern- und Reiterhöfen vorbei. An einem schattigen Platz legten wir eine kurze Rast ein. An der evangelischen Kirche in Remlingrade befinden sich noch einige Grabmäler aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In Önfeld legten wir in einem Lokal eine längere Rast ein und stärkten uns mit einem guten Essen, bevor wir wieder zum Ausgangspunkt der Wanderung zurückgingen. Wir möchten den Wanderführerinnen Silke Gößling und Beate Krüner für das gute Ausarbeiten dieser interessanten Wanderung danken. Gäste zu unseren Wanderungen an jedem zweiten Samstag im Monat sind übrigens immer herzlich willkommen.